Frau Hofstetter, Sie befassen sich mit künstlicher Intelligenz. Ich möchte Sie zu einem Gedankenexperiment einladen. Stellen Sie sich bitte die Welt in 100 Jahren vor. Viele Forscher sehen heute ja die künstliche Intelligenz als eines der großen Bedrohungsszenarien für die Zukunft. Sie auch? Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich die Idee, eine Vorhersage für die nächsten 100 Jahre zu treffen, für relativ unseriös halte. Forscher lassen sich schon ein, Zukunftsszenarien zu spielen, aber die liegen etwas näher in der Zukunft. Wir würden sagen, vielleicht 20, 30 Jahre. Und die Frage ist, wohin gehen wir in 20, 30 Jahren? Man kann relativ gut Prognosen stellen, wenn man quasi schon an der Zukunft arbeitet. Das tun wir, also mein Team und ich, wir arbeiten ja schon seit langem an künstlicher Intelligenz. Wir können relativ gut abschätzen, was andere Unternehmen tun, wo Google steht, wo die Forschung steht. Und deswegen kann man sagen, wir sind ungefähr schon 10, 15 Jahre vor der Zeit und können deswegen eine relativ gute Abschätzung geben, was wird 2020, 2030 passieren. Vielleicht 2020 nicht, das ist zu nah, aber vielleicht 2030, 2035. Die Entwicklung in der künstlichen Intelligenz geht extrem schnell voran. Die letzten 2 Jahre wurden so viele Gelder investiert in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz wie in dem ganzen Zeitraum zuvor, in den Jahrzehnten zuvor. Ich glaube, der Begriff ist das erste Mal 1956 gefallen. Also es geht zurück auf die 40er, 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Künstliche Intelligenz hat jetzt, Stand 2015, tatsächlich den Mainstream erreicht. Wir hatten ja schon mehrere Wellen, wo künstliche Intelligenz versucht hat, bestimmte Aufgaben von Menschen zu übernehmen, auszuführen. Und die künstliche Intelligenz, auch die künstliche Intelligenzforschung, ist ja schon von einer gewissen Hybris befallen, also von einer gewissen Euphorie. Und diese Euphorie, die konnten wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht befriedigen. Das heißt, wir haben hier overpromised, wie die Amerikaner sagen. Wir haben hier Versprechungen gemacht, die wir nicht halten konnten. Das fängt jetzt an, sich zu ändern. Und ich sehe ganz konkret aktuell jetzt schon, dass es eben künstliche Intelligenzen gibt, die in ihren bestimmten Bereichen, in ihren bestimmten Anwendungsfeldern, in denen sie tätig sind, in denen sie Entscheidungen treffen müssen, dass diese künstlichen Intelligenzen schon übermenschliche Qualitäten haben. Sie sind also schon übermenschlich gut. Sie haben übermenschliche Intelligenz, wenn man so will. Und wir sehen heute schon, dass sich Menschen, die mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten, also mit operativer künstlicher Intelligenz, wie wir sie beispielsweise schon heute in den Finanzmärkten einsetzen, dass Menschen, die mit diesen künstlichen Intelligenzen zusammenarbeiten, sich sehr gerne auf diese Maschinen verlassen, weil sie merken, die sind besser als wir. Und damit nehmen künstliche Intelligenzen heute schon Unsicherheiten heraus aus einem sehr komplexen Leben. Und die Frage ist eben, wo geht die Reise hin? Und es gibt, wie Sie richtig sagen, sehr viele Forscher in diesem Bereich, die warnen. Und zwar namhafte Forscher. Wir denken an den Physiker Stephen Hawking, wir denken an ja, auch an einen KI-Papst, also an einen Papst der künstlichen Intelligenz, der gleichzeitig auch einer ihrer größten Kritiker war, Josef Weizenbaum, verstorben 2008. Er hat Eliza erfunden, das war, wenn man will, die erste Spracherkennung, ein Vorläufer von Siri. Er hat gewarnt, genauso wie ich warne, dass der Mensch ja zum messbaren Objekt einer Maschinenwelt wird, und das entspricht nicht dem Menschen, das entspricht nicht der Seele des Menschen und nicht dem Wesen des Menschen. Aber der Mensch wird hier sehr vereinnahmt von einer Maschinensphäre und wird ausgesteuert. Ja, ich sehe diese Gefahren auch. Sie haben zum Thema intelligente Maschinen einen Bestseller geschrieben mit dem Titel Sie wissen alles. Und das Buch trägt den Untertitel Warum wir für unsere Freiheit kämpfen müssen. Warum müssen wir denn kämpfen? Was könnte geschehen, wenn wir nicht um unsere Freiheit kämpfen? Was wir hier sehen, ist ja eigentlich nichts Neues. Was wir hier sehen, das ist eine Entwicklung, die begonnen hat in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts im Bereich der Kybernetik. Es gab den Mathematikprofessor Wiener, der die Kybernetik begründet hat. Und was ist Kybernetik? Kybernetik heißt, dass man ein System, einen Menschen, eine Gesellschaft bemisst, analysiert, prognostiziert und dann entsprechend regelt oder nachsteuert. Und die Kybernetik, die erreicht mit Big Data, mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz eine neue Qualität.
Was bedeutet das? Also wir haben eine Maschinenwelt verbunden durch das Internet. Das Internet war ja nie dazu da, dass wir Menschen das nutzen, sondern das Internet war immer dazu gedacht, Maschinen zu verbinden und Maschinen miteinander kommunizieren zu lassen. Wir haben uns dann eben hineingeklinkt in diese Maschinensphäre, indem wir praktisch ja unser iPhone nutzen, unser Smartphone nutzen, unser iPad nutzen, unsere Technologie nutzen, um uns da hineinzuklinken. Und das, was da eben sich entwickelt im Bereich der Kybernetik, also der Regelung und Steuerung, macht keinen Unterschied, ob an dem Smartphone ein Mensch hängt oder ob da eine Anlage dran hängt. Ja? Also es geht quasi um die Überwachung von etwas. Das kann, wie gesagt, das kann eine andere Maschine sein, das kann ein Mensch sein, eine Gesellschaft, ein System. Es wird überwacht. Also es wird ein Ist-Zustand berechnet, der wird verglichen mit einem Soll-Zustand, mit einem optimalen Soll-Zustand. Und dann wird ein Stimulus gesetzt. Und dieser Stimulus, den erhalten wir ganz konkret, wenn Sie beispielsweise mit Variables arbeiten, also zur Gesundheitsüberwachung, zur Selbstoptimierung, bekommen Sie einfach Instruktionen, wo es heißt, laufen Sie heute noch 3000 Schritte, damit Sie länger gesund bleiben. Das nehmen wir ja gerne an und wir machen das. Das ist der Stimulus. Wenn wir es nicht machen, bekommen wir vielleicht noch einen Stimulus gesetzt. Das heißt, wir sind hier in diesem Regelkreis drin, in diesem Kontrollzyklus drin. Und das ist eben das Problem. Die Frage ist, wie viel Entscheidungsfreiheit werden wir in diesem Kontrollzyklus denn noch haben? Und wer setzt denn die Stimuli? Und wie sind die denn motiviert? Wir sind ja nicht mehr diejenigen, die diese Algorithmen kontrollieren, die Maschinen kontrollieren, die diesen Regelkreis in Gang setzen. Und wir haben uns aber hineinbegeben in diese Maschinensphäre. Und das bedeutet, dass wir eigentlich selbst unser Menschenbild ändern. Weg vom selbstbestimmten Menschen, der Subjektscharakter hat, der Entscheidungen treffen kann, der moralisch motiviert ist, der ethisch motiviert ist, hin ja zu einer Art Quasi-Maschine, zu einem neurobiochemischen Dings. Ich sage es wirklich so. Also weg von diesem Menschenbild, das wir haben, wir entwickeln uns hin zur Maschine, wenn man so will. Und das wird eben gefördert durch die künstliche Intelligenz, durch die Regelkreise, die da in Gang kommen. Und das halte ich für eine ganz ungesunde Entwicklung. Vor allem auch, weil wir es gar nicht mehr selbst im Griff haben. Wer regelt uns denn? Ja, das sind eben die Internetgiganten, die Technologiegiganten, die über unsere Daten verfügen zum einen und die auch über die Technologien verfügen, die diese Regelkreise in Gang setzen können. In der Definition von künstlicher Intelligenz wird manchmal zwischen starker und schwacher KI unterschieden, wobei man davon ausgeht, dass in der starken KI eine Maschine tatsächlich so etwas wie Bewusstsein entwickeln kann, während schwache KI nur bedeutet, dass es Maschinen gibt, die in irgendeiner Form unser Leben erleichtern. Sehen Sie auch die Gefahr darin, dass eine starke KI entsteht, die unser Leben wirklich einmal bestimmen könnte? Halten Sie es für möglich, dass Maschinen so etwas wie Bewusstsein entwickeln? Oder ist das Besondere am Menschen, dass er Entscheidungsfreiheit, freien Willen, Verantwortungsgefühl, Bewusstsein im Gegensatz zu einer Maschine haben kann? In dieser Frage sind ganz viele Punkte, wo man etwas sagen könnte. Also das Erste ist, ich würde mich auch vor schwacher KI fürchten, denn wenn Sie daran denken, Sie haben Drohnen, die autonom sind, die auftreten im Geschwader, das gibt es, also das ist keine Science-Fiction, das gibt es heute schon, sogenannte Hunter-Killer-Kombinationen, wo eine Drohne ein Hunter ist, Ziele identifiziert, Ziellisten aufbaut und dann die Raketen, die unter der Drohne hängen, die Killer sind, die dann eben selbst und autonom auf das Ziel zusteuern, um es zu neutralisieren, dann ist das schwache KI, aber für der würde ich mich sehr fürchten, weil auch die sehr zielsicher ist. Also ich würde diese Unterscheidung nicht so gerne treffen. Kann eine Maschine Bewusstsein entwickeln? Ich würde sagen, sogar schwache KI in dem Sinn hat schon eine Art Bewusstsein, denn wir haben gerade von der Regelungstechnik gesprochen, wir haben von der Kybernetik gesprochen und das, was hier das Interessante ist an diesen Maschinen, also auch das Spannende für einen Forscher oder für denjenigen, der es baut, das sind diese sogenannten Kontrollstrategien, das sind eben diese intelligenten Maschinenteile, wenn Sie so wollen, in diesem Regelzyklus, die eine Entscheidung treffen unter Unsicherheit. Und die haben sehr wohl schon ein gewisses Bewusstsein davon, dass es sie gibt, dass sie eine Aktion gesetzt haben, also einen Anreiz gegeben haben, einen Stimulus gegeben haben, dass der Stimulus irgendeine Veränderung in der Umwelt hervorruft, die sie beobachten. Und darauf warten sie. Und
Die Frage ist eben, was ist Bewusstsein? Ich denke, also bin ich. Das ist so mal diese Definition, die wir für Bewusstsein im Blick haben. Aber eine schwache Form des Bewusstseins, wenn Sie so wollen, hat so eine Maschine schon. Sie hat eine Self-Awareness. Sie weiß, sie ist da und sie tut etwas und das bewirkt etwas. Also auf dem Weg, würde ich sagen, sind wir eigentlich schon. Natürlich ist es so, dass wir uns fragen können, was macht den Menschen aus? Ist es der freie Wille? Das ist ja auch so eine Diskussion, die wir aus der Hirnforschung kennen. Die Hirnforschung bestreitet ja, dass wir einen freien Willen haben. Und das ist eben genau diese Pervertierung der wissenschaftlichen Vernunft, die hier auch im Bereich der künstlichen Intelligenz zu einer gewissen Hybris führt, dass wir eben glauben, ja, der Mensch ist eigentlich nicht mehr als auch ein Zahlengebilde, das auch zu vermessen ist, das zu steuern ist, das zu analysieren und zu prognostizieren ist. Die Frage nach dem freien Willen wird heute immer noch heftig diskutiert, aber sie stellt natürlich unser Menschenbild in Frage. Auf der einen Seite werden Maschinen in ihrer Intelligenz immer menschenähnlicher, auf der anderen Seite gibt es ja auch die Tendenz, wie Sie sagen, dass der Mensch sich den Maschinen, der Maschinenintelligenz immer besser anpasst. Aber ist der Mensch in seinem Wesen nicht doch viel mehr als eine Maschine? Silicon Valley geht davon aus, dass der Mensch die ultimative Maschine ist und behandelt uns auch entsprechend, sieht auch die Formen, die Gesellschaftsformen, in denen wir leben, als renovierungsbedürftig an, beispielsweise eben die Demokratie. Wir hören aus dem Silicon Valley solche Sätze wie, die Demokratie ist eine alte Technologie. Jetzt müssen wir was Neues ausprobieren. Aber mit dem Menschenbild, das wir aus der Aufklärung kennen oder das wir, wenn wir es noch weiter zurücknehmen, aus dem Christentum kennen, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist, deswegen etwas Besonderes ist, weil er fähig ist, moralisch zu handeln, also zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, dieses Menschenbild, das geht dahin, wenn wir den Menschen zur Maschine machen. Die Frage ist natürlich, was ist Gut und Böse? Da haben wir natürlich in der Gesellschaft ein Problem, weil wir haben gerade in der gesellschaftlichen Diskussion, bei den Soziologen etwa, die Idee von etwas ist böse eigentlich eliminiert, weil wir gesagt haben, ja, der Mensch kann eigentlich nicht böse sein und er ist so erzogen, er hat eine schlechte Kindheit gehabt und Ähnliches. Aber den Fakt einfach mal anzuerkennen, es gibt Gut, es gibt Böse, das kam eigentlich erst in den letzten Jahren auf, als wir einen Papst hatten, Benedikt XVI., der versucht hat, eine Balance zu finden zwischen Glaube und Vernunft. Und der auch gesehen hat, wenn wir die Vernunft einfach so laufen lassen, auch die wissenschaftliche Vernunft, also die wissenschaftliche Vernunft, alles messen zu wollen, alles steuern zu wollen, wenn wir die einfach so laufen lassen, wenn es da nicht einen Aspekt gibt, der dazukommt, den Glauben eben, dann wird das eine perverse Sache werden. Umgekehrt ist es auch so, wenn wir nur den Glauben haben ohne diese Vernunft, dann wird das auch unmenschlich. Ja, also er hat immer nach dieser Balance gesucht. Mhm. Nur in unserer Gesellschaft fällt eben ja das, was beispielsweise die Kirchen hier einbringen, komplett weg. Wir haben eben den Relativismus gelebt, wir haben den Individualismus gelebt und jetzt ist diese Kraft nicht mehr da. Das heißt also, die wissenschaftliche Vernunft kann hier durchaus überhand nehmen. Und die Frage ist wirklich, es geht hier wirklich ums ganz Existenzielle. Wer ist der Mensch? Ja, hat der Mensch dann überhaupt noch eine Menschenwürde? Weil wir gehen ja davon aus, ja, der kann moralisch handeln, zwischen Gut und Böse unterscheiden. Aber wenn ich sage, nein, das ist eigentlich nur was Steuerbares, ja, dann kann ich eigentlich meine Verfassung, die brauche ich nicht mehr. Ich brauche das Grundgesetz nicht mehr, weil das ganze Grundgesetz, unsere gesamte Rechtsordnung, genau auf dieser Idee beruht. Und wenn wir hier die wissenschaftliche Vernunft eben zulassen, eben diese Idee zulassen, der Mensch ist auch nur ein steuerbares Wesen und eine berechenbare Maschine, dann müssen wir wirklich sehr, sehr viele Dinge umdefinieren. Und die Frage ist, was kommt dann? Wie kann das aussehen? Wir haben damit keine Erfahrung, das ist etwas ganz Neues. Ihr Appell wäre auch, diese Balance zu finden? Mein Appell wäre, die Balance zu finden und die Dinge, die sich bewährt haben in der Vergangenheit, zu schützen vor dem, was sich kreative Zerstörung nennt. Es ist ja ein Begriff, den Schumpeter, ein österreichischer Ökonom, geprägt hat in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber jetzt wird er eben sehr häufig genutzt vom Silicon Valley. Das Silicon Valley spricht von kreativer Zerstörung und greift ja hier mit seinen Geschäftsmodellen wirklich bewährte Dinge an, die Rechtsordnung an. Also es kommen teilweise Geschäftsmodelle auf, die sind einfach nicht non-compliant, wie wir sagen bei den Juristen. Also die sind nicht im Einklang
mit der Rechtsordnung. Also solche Beispiele finden wir bei Uber, finden wir bei Airbnb, wo wir wissen, okay, das sind eigentlich illegale Hotelbetriebe oder illegale Personenbeförderungsmaßnahmen. Trotzdem sind es neue Ideen, die durch die Digitalisierung möglich sind. Und die Frage ist, was haben wir hier auf der einen Seite an schützenswerten Dingen im sozialen Bereich, im Bereich der menschlichen Arbeit, im Bereich der ja auch entsprechenden Belohnung, Entlohnung menschlicher Arbeit? Müssen wir das zerstören lassen, nur weil die Digitalisierung andere Geschäftsmodelle möglich hat? Oder wollen wir da was schützen? Und ich denke, das ist etwas, da kommt es wirklich, da muss es zur Debatte kommen. Wenn wir das einfach so laufen lassen, dann wird es erstmal sehr durcheinander und zum Zweiten einfach auch riskant für das, was wir eigentlich als gute Gesellschaftsform und gute Gesellschaftsordnung empfinden. Manche Soziologen sehen Trends dahin, dass wir uns von einer eher egoistisch orientierten Gesellschaft wegbewegen zu einer Gesellschaft, in der Zusammenarbeit, Kooperation im Vordergrund steht. Man könnte ja Entwicklungen wie soziale Netzwerke, Internet und so weiter schon im Sinne dieses Trends deuten. Sehen Sie diesen Trend zur Zusammenarbeit auch? Oder glauben Sie, dass es den in Wirklichkeit gar nicht gibt? Grundsätzlich gehen wir immer davon aus, dass es Gegentrends gibt zu dem, was wir sehen. Das Internet an sich ist auch nur ein Ding, ein Objekt, das aus sich selbst nichts hervorbringt. Das ist eben die Frage, was wir daraus machen, aus den Vernetzungsmöglichkeiten. Im Moment ist es so, dass wir einen größeren Hang hinsehen zur weiteren Individualisierung und Personalisierung. Also ich möchte nur als Beispiel angeben, Versicherungsprämien. Ja? Versicherungen sind sehr an unseren Daten interessiert, an unseren Gesundheitsdaten beispielsweise, weil sie unsere Versicherungstarife optimieren können. Optimieren heißt, oder personalisieren können. Das heißt nicht eine Optimierung notwendigerweise für uns selbst. Wir haben schon das Gefühl, wir bekommen einen individuellen Tarif und wir wollen ja nicht für die anderen zahlen. Also das Solidaritätsprinzip ist etwas, was hier auf der Kippe steht durch die größere Personalisierung und Individualisierung. Nein, ich glaube, es ist naiv zu denken, dass die Versicherung uns optimiert und unser Portemonnaie optimiert. Die Versicherung ist ein Unternehmen, ist kommerziell tätig und das, was ein Versicherungsunternehmen tun wird, ist, das wird zunächst einmal sein Zahlungsrisiko minimieren. Das heißt also, es wird auch zunächst einmal an sich selbst denken durch die Personalisierung und größere Individualisierung. Tendenzen könnte es schon geben hin zu mehr Zusammenarbeit und das ist eigentlich genau das, was den Menschen stark macht als Menschen, dass wir eben sagen können, ja, wir haben auch den Drang, Gutes zu tun. Ja? Wir haben den Drang, uns hier zusammenzutun, zu Kooperation zu kommen. Wobei ich sagen muss, wenn Sie unter Kooperation und diesen neuen Modellen beispielsweise die Share Economy zählen, dann würde ich nicht sagen, dass das ein neues Modell der Kooperation ist, denn das ist eigentlich eine Totalökonomisierung unseres Lebens, weil alles, was ich habe, stelle ich zur Verfügung, um einen Nutzen, einen Profit daraus zu schlagen. Mit der Begründung, ich kann ja eigentlich überhaupt nicht mehr in der Zukunft überleben. Es wird ja immer schwieriger, Arbeit zu finden. Es wird immer schwieriger mit unseren Renten. Das sagen insbesondere uns die Jungen. Ich muss ja eigentlich alles, was ich habe, zu Profit machen, weil ich sonst nicht mehr überleben kann. Das ist also die Idee, die in den Köpfen der Jüngeren steckt und die dann dazu führt, mehr zu kooperieren und auch die Dinge herzugeben, die ich habe. Im Letzten ist es eine Totalökonomisierung und hat an sich mit, ich möchte etwas Gutes tun, wenig zu tun. Ich glaube eher, dass die Tendenz im Augenblick dahin geht. Es gibt Zukunftsforscher, die in unserer heutigen Zeit und auch in den künftigen Generationen einen entscheidenden Moment in der Menschheitsgeschichte sehen. Sie sagen, nur dann, wenn es jetzt gelingt, mit den Bedrohungsszenarien sinnvoll umzugehen, Lösungen zu finden für diese Szenarien, KI ist ja nur eines davon, nur dann wird die Menschheit eine Zukunft haben. Schließen Sie sich dieser Diagnose an? Ja, dem würde ich mich anschließen. Wenn Sie in Bezug zur KI setzen, ist es eben tatsächlich so, dass wir an einem Scheideweg sind. Wir sehen künstliche Intelligenz, die wirklich immer intelligenter wird. Die Frage ist, wann hat sie den Level an Intelligenz erreicht, den ein Mensch schon hat? Und wann geht sie darüber hinaus?
Das kann alles in diesem Jahrhundert passieren. Und die Frage ist eben, wenn wir eine künstliche Intelligenz erreicht haben, die ja intelligenter ist als der Mensch, was wird dann aus der Menschheit? Das sind ja genau diese Fragen, wo eben künstliche Intelligenzpäpste ganz renommierte Menschen warnen und sagen, es könnte sein, dass das unsere letzte Erfindung ist. Also wir müssen uns frühzeitig überlegen, wie wir mit diesen Dingen umgehen, ob wir uns als Menschen der Technik unterordnen. Das ist ja auch eine alte Frage, die wir schon im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert diskutiert haben. Oder ob die auch künstliche Intelligenzen so definiert werden können, dass sie uns nach wie vor dienen können. Denn es ist etwas anderes als ein Werkzeug. Bis jetzt hatten wir immer nur Werkzeuge. Werkzeuge, das waren Dinge, die konnten wir auf die Seite legen, dann haben wir es vergessen bis zur nächsten Nutzung. Aber bei künstlichen Intelligenzen sieht das anders aus. Die arbeiten rund um die Uhr, die brauchen eigentlich keinen Input von uns. Die sind autonom, die arbeiten asynchron, die warten also nicht auf irgendein Wischen oder Tippen, ja, sondern die schaffen das ohne uns. Und dann ist eben die Frage, werden die dann Werkzeuge bleiben? Können wir sie zu Werkzeugen reklassifizieren? Wie kann das gehen? Das sind Fragen, mit denen sollten wir uns langsam beschäftigen, weil die Entwicklung geht sehr rasch voran und sie schreitet eigentlich rascher voran, als es in der Gesellschaft, als es der Gesellschaft bewusst ist, als es der Politik bewusst ist. Und ich glaube, dass wir uns hier langsam Gedanken machen müssten, wie es hier weitergeht. Tatsächlich ist es so, in den USA fordern Juristen bereits die Einrichtung einer neuen Behörde, die sich ausschließlich mit dem Verhältnis Mensch zu künstlicher Intelligenz beschäftigt. Die soll sich damit beschäftigen, was wir mit künstlicher Intelligenz tun. Das wird auf uns zukommen. Sie beschäftigen sich auf der einen Seite mit Bedrohungsszenarien durch intelligente Maschinen, auf der anderen Seite auch mit den technischen Möglichkeiten. Die Welt in 100 Jahren insgesamt betrachtet, wird es eine schönere Welt sein? Sind Sie eher optimistisch oder pessimistisch? Grundsätzlich bin ich ein unglaublicher Optimist. Allerdings, was diese Dinge anbelangt, die technologischen Entwicklungen, bin ich eher pessimistisch. Und da schließe ich mich wirklich vielen Forschern an. Es gab viele Forscher, die in einen Abgrund gesehen haben. Also schon bei der Entwicklung der Atombombe. Ja. Einstein, die Einstein-Schüler, Leo Szilard beispielsweise, die im Manhattan-Projekt gearbeitet haben, die eine Atombombe entwickelt haben. Und die haben Dinge gesehen, wo sie gesagt haben, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht an der Entwicklung der Atombombe, nicht an der Entwicklung künstlicher Intelligenz mitgearbeitet. Und das waren oft sehr dunkle Persönlichkeiten. Ja? Das wird man vielleicht auch, wenn man sich mit diesen Dingen ständig und täglich beschäftigt. Wir kennen das als Frankenstein-Syndrom bei uns. Also wir sehen wirklich die verschiedenen Arten künstlicher Intelligenzen. Wir sehen jetzt schon ihre Leistungsfähigkeiten. Und man denkt sich, meine Güte, wenn ich das jetzt loslasse und es funktioniert, kriege ich das dann jemals noch unter Kontrolle? Ja, das sind die Fragen, die wir uns stellen. Es gibt Forscher, die wollen komplett frei sein, die möchten sich überhaupt nicht mit diesen ethischen Fragen beschäftigen, aber es gibt eben auch eine ganze Menge anderer Forscher, und zu denen würde ich mich zählen, auch mein Team gehört dazu, die sagen, wir haben diesen Frankenstein-Komplex und wir möchten eigentlich keinen Computer mehr sehen, wir möchten das gar nicht mehr anfassen, weil das sehr brenzlig werden kann für die Gesellschaft und für die Menschheit. Wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders. Also sagen wir, gut, wir werden sicherlich daran weiterforschen, aber versuchen, zumindest eine Debatte anzuregen und auch versuchen, die Entwicklung in eine Richtung zu treiben, dass sie humanisiert wird, dass sie sozialverträglich bleibt. Also wir sind da Grenzgänger, wenn Sie so wollen. Erfahrungsgemäß ist der Mensch sehr risikobereit. Man hat die erste Atombombe auch gezündet, obwohl damals nicht so ganz sicher war, ob dadurch nicht die ganze Atmosphäre der Welt in Mitleidenschaft gezogen wird. Sind wir uns durch diese Bereitschaft zum großen Risiko nicht selbst eine große Gefahr? Sie müssen davon ausgehen, dass man alles macht, was möglich ist. Der Mensch ist mit Vernunft begabt, er ist mit Kreativität begabt und er wird diese Dinge entwickeln und er will sehen, wie sie funktionieren. Er ist neugierig, ja. Er will wissen. Das ist ja die Ursünde des Menschen, wissen zu wollen, vom Baum der Erkenntnis zu pflücken und zu essen. Das ist die Ursünde. Und der geben wir also ständig nach, dieser Versuchung auch, dass wir weiter und weiter und weiter gehen können in der technischen Entwicklung.
Ja, ich denke, er wird das tun. Die Bedrohungsszenarien müssen wir aufmachen, weil es einfach auch zum guten Ingenieurswesen dazugehört. Wenn ich ein neues System einführe, eine neue Technologie einführe, dann muss ich mir Gedanken machen über die Bedrohung und die Gefährdung durch diese neuen Technologien. Das ist kein Kulturpessimismus, das ist einfach nur sehr sorgfältiges Arbeiten. Aber tatsächlich denke ich, dass sich die Entwicklung nicht aufhalten wird und dass auch die Bedrohungsszenarien so abstrakt sind, dass sie uns im Moment nicht davon abhalten werden, diese Dinge wirklich weiterzutreiben. Wir werden sehen, wo es herauskommt. Ich denke einfach, dass die Menschen sich nur bewusst werden müssen, was hier auf sie zukommt. Und wir sollten früh genug eben gegensteuern und überlegen, welche Kräfte kann man dem entgegensetzen. So wie ich es schon gesagt habe, die Vernunft braucht den Glauben, der Glaube braucht die Vernunft, damit etwas in die Balance kommt. Und ich denke, da sollten wir überlegen, ob wir das, was da noch da ist, nicht einfach wieder stärken, damit wir eine Balance, ein Gleichgewicht herstellen können. Frau Hofstetter, herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und alles Gute für Sie. Ich danke Ihnen.